Wir haben jetzt hier einen simplen Expert Advisor, ein Grundgerüst und ich möchte mal kurz auf die einzelnen Komponenten eingehen, die hier verwendet werden. Das fängt an mit diesen Schrägstrichen hier. Dabei handelt es sich um sogenannte Kommentare. Kommentare werden vom System selbst ignoriert, sind aber für uns Menschen sehr gut, um herauszufinden, was denn bestimmte Teile des Codes tun. Es macht Sinn, viele Kommentare zu verwenden. Immer wenn ich diese zwei Schrägstriche vor eine Funktion setze, dann wird die ebenfalls hier in Grau dargestellt. Das bedeutet, alles hinter diesen zwei Strichen würde ab jetzt vom Compiler ignoriert werden. Die zweite Sache, die hier genutzt wird, ist die Property. Wenn ich die markiere und die F1-Taste drücke, dann bekomme ich angezeigt, dass es sich um Programmeigenschaften handelt. Hier unten gibt es auch eine Auflistung solcher Eigenschaften. Zum Beispiel kann ich das Copyright oder einen Link angeben. In diesem Fall nutzen wir hier Copyright, Link und Version. Bei Versionsnummern macht es Sinn, aufsteigende Zahlen zu verwenden, wenn man etwas an einer Programmversion verändert. Bei onInit, onDInit und onTick handelt es sich jeweils um eine Funktion. Eine Funktion erkennt man an diesen runden Klammern. In der objektorientierten Programmierung würde man auch eine Funktion als Methode bezeichnen. In diesen runden Klammern kann man einen Wert übergeben. Hier zum Beispiel wird ein Wert zurückgeliefert. Das erkennt man an der Funktion return. Markieren wir auch die und drücken wieder F1. Dann sieht man, aha, return stoppt die laufende Funktion und gibt die Steuerung an das aufrufende Programm zurück. Und das Ergebnis der Berechnung wird zurückgegeben. Darauf werden wir später noch kommen. Um die ganze Sache zu vereinfachen, werden wir zunächst alles oberhalb der onTick-Funktion löschen. Und auch diese beiden Kommentarzeilen hier werden entfernt. Klicken wir einmal auf Kompilieren, dann sehen wir, dass wir hier bereits ein vollständig kompilierbares, lauffähiges Programm erstellt haben. Und im nächsten Video werden wir eine Funktion hinzufügen.